Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Yeah, erste Bikepark-Tag 2021. Wir haben allerbestes Wetter, etwas frisch, aber das tut der Sache ja keinen Abgrund. Und ich bin nach Willingen gefahren, bin gerade, wie man sieht, hier in der Gondel. Habe mal das Enduro mitgenommen und will das heute mal hier ausprobieren. Ich bin sonst immer mit dem Freerider hier, aber ich denke, das geht hiermit genauso gut. Und werde dann heute hier viel Spaß auf den Strecken haben. Also, wir sehen uns gleich auf dem Trail. So, 2021. Die erste Bikepark-Abfahrt. Und mal gucken, wie gut das mit dem Enduro hier ist. Mit 27,5. Bis jetzt war ich hier nur mit dem Freerider. Und was ich verlernt habe und was nicht. Für die Sprünge reicht der Schwung noch nicht. Ich weiß nicht, wie das euch hier geht. Wenn ich am Anfang im Bikepark bin, gerade Saisonauftakt, habe ich immer das Gefühl, dass ich alles verlernt habe. Das war Abschnitt Nummer 1. Abschnitt 2 und 3 habe ich dann aus meiner letzten Abfahrt genommen. Dort war der Park dann komplett leer und hatte überhaupt keinen vor mir. War schon eingefahren und hat dann einfach nochmal richtig Laune gemacht gehabt. Während ich bei meiner ersten Abfahrt dann hinterher doch einige Leute vor mir hatte, habe ich mich dann entschieden, diesen Teil aufzuzeigen. Leute, die Strecke macht auch irgendwie richtig Laune, wenn man sich erstmal wieder eingefahren hat.
Hui. Geht die in die Beine. In den nächsten. So, da der K1 nicht offen hat, muss man jetzt das Verbindungsstück wieder rüber zur Gondel fahren. Und das ist von hier aus einfacher, als wenn man dann die Strecke bis Ende durchfährt. Ja. Okay, als nächstes werde ich jetzt mal die Enduro ausprobieren und schaue mir die mal an. Die wurde jetzt wohl komplett angelegt. Ich bin so vor 2 Jahren mal so ein Stück gefahren, aber ja, im Prinzip ist das jetzt eine Erstbefahrung. Ist als schwarz gekennzeichnet und ich würde sagen, sieht nach einer Menge Spaß aus. Und deswegen geht es jetzt als nächstes dann auf die Enduro. Also. Okay, dann geht's jetzt mal auf die Enduro. Dann gucken wir uns doch mal die schwarze hier an. Ja, sehr naturbelassene, wurzelig, steinig. Ja, obenrum wäre besser gewesen. Aber geil. Na, der Abschnitt hat auch mal richtig Laune gemacht. Cool. So, und hier geht's weiter. Schwarz, schwer, hart, okay. Na dann. Füße anständig auf die Pedale und hier geht es aber gleich mal ein bisschen weiter runter. Cool. Und weiter geht's.
Oh, schlechte Linie, Olaf. Oh. Aber na gut. Ich bin jetzt praktisch bei der Erstbefahrung erstmal damit beschäftigt, auf der Piste zu bleiben. Shit. Ah. Na gut. Hui. Huh. Hey Leute, die macht ja richtig Laune. Soll ich sagen, dann nicht lange fackeln. Und weiter geht's. Und doch noch mal mit dem Dashguard aufgesetzt. Na, die war ja mal geil. Hui. Boah. Hey. Super. Hey. Oh. Und es geht wieder runter zum Lift. Hey Leute, was ist denn das für ein geiles Bikeparkwetter? Das ist ja der Hammer. Angenehme 7 Grad. Yeah.
und auch verkackt. So, wir sind auf der Downhill angekommen. Hier fahren wir mal drumherum. Aber ich tue mich immer schwer, hier eine Linie zu behalten. Da war eine Kurve. Geh mit, Kinder. Kann man ja auch hier. Zu kurz. So, da sind wir leider schon wieder am Ende von dem Video. War ein super geiler Tag hier im Bikepark Willingen für den Saisonauftakt. Absolut spitze. Den ganzen Tag blauen Himmel und Sonnenschein. Ich meine, was will man mehr? Die Temperaturen richtig angenehm. Braucht auch gar nicht wärmer sein. Ja, mir hat es heute richtig gut gefallen. Ich hatte viel Spaß. Die Enduro, muss ich sagen, die ich gerade noch gefahren bin, die macht auch richtig Laune. Die Strecken allgemein ja sowieso hier. Und ja,
Hat euch das Video gefallen? Lasst gerne ein Like da. Ihr könnt das Ganze ja mal kommentieren, was ihr dieses Jahr so an Bikeparks und so vorhabt. Und seid ihr neu bei mir auf dem Kanal und wollt nichts verpassen und mehr sehen, könnt ihr den kostenfrei abonnieren. Irgendwo unten ist der Button. Und ich sage einfach mal, bleibt gesund und passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.